gekommen zu diesem Video. Der eine oder andere hat mich gebeten, noch ein Video zu machen, auch wie man das Nord selber mit Lineage OS flashen kann. Und ja, ich habe heute ein neues Nord bekommen. Das packe ich gerade mal aus und ich zeige euch jetzt einfach, wie schnell das geht. Ich werde es auch in Realtime sozusagen ausführen, sodass ihr sehen könnt, wie einfach das doch ist. Beziehungsweise, wenn ihr jemanden mit technischem Hintergrund eben in eurem Freundeskreis habt, dass derjenige vielleicht das für euch tun kann. Und von dort aus könnt ihr dann ganz einfach die ganzen Anwendungen selbst installieren oder euch auch, wie gehabt, zu einer Schulung anmelden. Also was ihr seht, ich habe jetzt eine Kamera aufgebaut und wir haben hier unten einen kleinen Browser, der zeigt einen macOS-Screen. Den brauchen wir nachher. Wir fangen jetzt erstmal an, das Handy, so wie es eben aus dem Paket kommt. Also das ist das OnePlus Nord. Ganz wichtig ist, es wird das Nord 2 nicht installiert. Und das heißt, hier gehen wir jetzt einfach einmal durch und machen die Basiseinstellungen. Hier gehen wir jetzt erstmal auf Überspringen. Hier sagen wir auch Offline einrichten. Klicken dann einfach weiter. Hier machen wir alles aus. Sagen dann akzeptieren. Hier können wir auch überspringen. Security brauchen wir auch nicht einrichten. Also wenn wir alles überspringen, so schnell wie möglich, dann klicken wir hier einfach auf weiter. Hier wählen wir die linke Seite aus. Das ist die klassische Navigation eben haben mit den Buttons unten und dann ist die Einrichtung auch schon abgeschlossen. Jetzt müssen wir das Handy einmal mit dem WLAN verbinden. Dann klicken wir hier oben lange drauf. Dann sieht man hier WLAN verbinden, einschalten und jetzt ich bin etwas gemütlicher beziehungsweise habe keine Lust meine Zugangsdaten dauernd einzugeben. Das heißt, ich kann mir hier unten, habe ich mir einen QR-Code gebaut. Da gehe ich jetzt gerade mal auf einen anderen Screen und scanne mir den Code. Jetzt sieht man, jetzt bin ich mit meinem WLAN verbunden. Und jetzt ziehen wir einmal von oben nach unten. Also was wir machen wollen, die letzten Updates einfach installieren, weil das, damit das mit dem Lineage OS sauber funktioniert, brauchen wir jetzt Android 11. Das OnePlus Nord wird mit Android 10 ausgeliefert. Das heißt, hier können wir jetzt sagen, herunterladen und installieren. Und lassen das Handy jetzt einfach so liegen. Da lädt sich jetzt nämlich das Update herunter und installiert. Und in der Zwischenzeit können wir ganz einfach und komfortabel unseren Rechner vorbereiten. Da gehe ich jetzt auf die andere Seite. Also wichtig ist hier, dass ihr das Video ADB, Android Developer Tools installieren, schon ausgeführt habt. Und das erste, was wir eben tun, ist die Software herunterladen. Das heißt, wir gehen jetzt auf lineageos.org. Jetzt mein Rechner gerade etwas langsam. lineageos.org. Klicken dann auf Download, suchen uns hier das OnePlus Nord aus. Dann sehen wir hier oben, haben wir die zwei Dateien, die wir herunterladen müssen. Einmal die Software selbst und eben das Recovery Image, was wir später brauchen. Ich klicke hier gerade mal drauf. Habe mir hier schon einen Ordner angelegt, OnePlus Nord. Da lege ich die Datei rein. Und das zweite ist die Lineage Recovery. Die lege ich mir in das gleiche Verzeichnis. Und jetzt sehe ich, jetzt können die beiden Dateien runterladen. Dauert ein bisschen. In der Zwischenzeit können wir in die Installationsanweisungen gehen. Ich mache das auch gerade mal groß. Da brauchen wir nämlich noch eine dritte Datei. Und die dritte Datei, die wir brauchen, ist, wenn wir hier ein bisschen nach unten scrollen,
gibt es hier bei Pre-Installed Partitions ein CopyPartitions.zip. Da gibt es hier einen kleinen Link, Download from here. Da klicken wir jetzt drauf und laden das eben auch herunter, so dass wir dann, hier klicken wir Primary Download, speichern das auch in dasselbe Verzeichnis, so dass wir jetzt alle drei notwendigen Dateien dann im entsprechenden Ordner liegen haben. Und jetzt haben wir die Installationsanleitung auch schon offen. Da scrolle ich jetzt wieder ganz nach oben, damit wir dort eben jetzt auch von Anfang an durchgehen können. In der Zwischenzeit könnt ihr jetzt ein Terminal aufmachen. Und dort einfach mal ADB eingeben. So, da muss sowas kommen, was ihr jetzt seht. Wenn das nicht kommt, dann müsst ihr nochmal auf das Video zurückgehen. Android Developer Tools installieren. Das heißt, das ADB sitzt schon bei mir drauf. Jetzt gucken wir einfach mal, wie weit das andere Handy ist. So, genau, das lädt noch runter. Das heißt, das würde ich dann nachher auch verkürzen. So, jetzt ist das Update gleich heruntergeladen und wir können das Update installieren. Das wird dann auch ein gutes Weilchen dauern, also waren es 3 GB an Daten. Und warten wir kurz, bis das Update-Paket überprüft ist und starten dann einfach die Installation und dann geht es auch schon weiter. So, das Update ist jetzt installiert. Jetzt müssen wir es einfach noch neu starten. Das neueste Update ist jetzt drauf und jetzt kann es auch tatsächlich losgehen mit der Installation von LinuxOS. Ich zeige euch das mal jetzt hier drüber. Das erste, was wir machen müssen, wir müssen jetzt den Entwicklermodus aktivieren und eben das Handy freischalten, dass wir eine neue Software drauf machen dürfen. Dazu geht ihr eben, wie gerade gezeigt, von oben nach unten, klickt auf das Zahnrad, geht dann bis ganz nach unten über das Telefon und um den Entwickler jetzt Modus zu aktivieren, muss man eben 9-mal ganz schnell auf diese Bildnummer klicken hier. Das mache ich mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sieht man auch, dass du bist jetzt Entwickler, steht hier unten. Und jetzt können wir eben zurückgehen, gehen ins System und sagen im System unter Entwickleroptionen einmal OEM-Entsperrung. Klicken hier auf Aktivieren und müssen dann hier unten noch bei USB-Debugging eben das einschalten. Wie gesagt, das ist kein Video für Anfänger, sondern sucht dann einfach in eurem Freundeskreis jemand, der sich da ein bisschen auskennt und das für euch tun kann. So, und jetzt müssen wir eben noch das Handy mit einem Kabel an den Computer anschließen. Mache ich gerade mal. Zack. So. Und jetzt sieht man auch, hier oben kommt eine Meldung. USB-Debugging aktiviert und ich gehe jetzt mal auf meinen PC und jetzt kommt hier nochmal die Meldung, ob man das auch zulassen will, von diesem Computer immer zulassen, erlauben und jetzt fangen wir eben an ganz normal mit der Installation, was hier nämlich steht, nämlich zuerst mal den Bootloader entsperren. So, und das haben wir gemacht, erstens Unlock gemacht, Connect Device to PC haben wir gemacht. Jetzt brauchen wir diesen Befehl, ADB Reboot Bootloader. Oh, das habe ich vergessen umzuschalten. Ich zeige es einfach nochmal. Also hier sind die erstens Enable Unlock for the Developer haben wir gemacht und wir haben eben das Gerät mit einem Kabel verbunden und wir brauchen jetzt diesen Befehl, ADB Reboot Bootloader. Und den Befehl kopieren wir jetzt hier einfach rein. Mache ich mal, ohne den abzuschicken. Jetzt würde ich nämlich erst wieder umschalten auf das Handy. Und dann klicke ich jetzt einfach auf dem Rechner, eben dass der Befehl ausgeführt wird. Und jetzt sieht man das Handy schwarz. Und es startet eben in einem speziellen Modus, wo man jetzt den
das Gerät entsperren kann. Das sind wir auch schon. Ich gehe wieder rüber auf den PC. Und dann gucken wir, was wir als nächstes tun sollen. Als nächstes sollen wir nämlich mal schauen, ob das Gerät erkannt wird. Das machen wir mal. Kopieren das hier in die Kommandozeile. Und sehen jetzt, also hier kommt eine Antwort. Das ist eben unser Gerät, was wir jetzt gerade angeschlossen sehen. Und als nächstes sollen wir jetzt den Befehl eingeben, Fastboot OEM Unlock. Das machen wir auch, kopiere ich auch wieder. Und kopiere den einfach hier wieder in die Kommandozeile, schicke ihn aber nicht ab, damit ich vorher mal umschalten kann. Und sehe jetzt, wenn ich jetzt Enter drücke, dann ändert sich hier was. Da wird jetzt nämlich gefragt, ob ich das Gerät entsperren will. Ich zeige es auch mal hier, ne? Kamera, mach scharf, genau. Unlock the Bootloader. Und ich kann hier mit den seitlichen Tasten für die Lautstärke eben navigieren. Da gehe ich jetzt auf Unlock. Sieht jetzt, ist es blau hervorgehoben. Hier auf der Seite gibt es den An-Aus-Button, mit dem kann ich einfach bestätigen. Sage ich OK. Und damit wird jetzt der Bootloader entsperrt. Und das Gerät setzt sich eben nochmal einmal komplett zurück. Das heißt, das dauert jetzt auch wieder ein bisschen. Sieht man, das Gerät wird gelöscht. Und dann startet es von ganz alleine und setzt sich zurück. Dauert ein bisschen und dann geht es weiter. So, das Handy ist jetzt zurückgesetzt. Wir sehen, es ist wieder auf Null sozusagen. Und wir starten nochmal mit der Installation. Das gleiche wie vorhin. Wir gehen einmal durch, können bei den meisten Sachen einfach auf Überspringen klicken, Offline einrichten. Machen dann bei Datum und Uhrzeit einfach weiter, ist alles nicht relevant. Google-Dienste schalten wir trotzdem nochmal aus, auch wenn wir nicht verbunden sind. Machen hier wieder Überspringen. Display-Sperre überspringen. Gehen wieder auf das einfache Menü mit den Buttons unten und sind schon wieder bereit. Können jetzt eben nochmal das gleiche tun, nämlich über das Telefon neunmal auf die Bildnummer klicken. Haben jetzt den Entwicklermodus freigeschaltet, gehen dann ins System, Entwickleroptionen. OEM-Entsperrung ist jetzt ausgegraut, weil das haben wir ja schon gemacht. Aber wir müssen eben nochmal sagen, USB-Debugging zulassen. So, damit sind wir wieder so weit, dass wir eben auf den... Also hier können wir nochmal bestätigen jetzt, ist ja noch Kabel schon verbunden, sind mit dem Computer verbunden und gehen jetzt eben wieder auf den PC. Wir können hier nochmal eingeben, zum Beispiel mit ADB Devices. Sehen wir auch, dass das Gerät gefunden wird und gehen jetzt eben in den nächsten Schritt in der Installationsanleitung. Nämlich, wir wollen ein Recovery, also eine Wiederherstellungskonsole machen. Sagt mir hier, wir sollen mit diesem Befehl eben in das Menü wieder gehen, in das Bootloader-Menü. Ich klicke hier gerade nochmal, dass es an ist und dass wir das auch sehen. Schalte nochmal um. Habe den Befehl jetzt noch nicht ausgeführt. ADB Reboot Bootloader ist das Kommando. Gehe wieder drauf und das System startet jetzt eben wieder in dem abgesicherten Modus. Das sieht man auch hier, indem ich jetzt dann Dinge installieren kann. Und ich sehe jetzt auch, ich gehe mal ein bisschen weiter hin an die Kamera. Na, so, hier sieht man jetzt auch, dass der Device State ist unlocked, also das Gerät ist entsperrt und wir können Dinge installieren. So, dann gehen wir wieder auf den PC. Hier ist nämlich das nächste Kommando, was wir machen sollen. Also hier mit Fastboot Devices können wir einfach nochmal prüfen, ob auch die Geräte sichtbar sind. Machen wir gerade mal kurz. Hier sehen wir wieder, es kommt ein Gerät zurück. So, und jetzt soll ich hier machen Fastboot Flash Recovery. Kopiere ich mal den Befehl und dann mit der Datei.
Mache ich hier noch ein Leerzeichen hinten dran. Das heißt, dass ich habe den Befehl in der Kommandozeile. Und wenn ich jetzt eben in die Ordner gehe, die ich mir vorher, wo ich vorher die Dateien heruntergeladen habe, na, komm her. Nämlich, wir haben das OnePlus Nord und jetzt sehe ich hier, ich soll die Datei nehmen mit dem Dateiname Image Recovery Image. Gucken wir nochmal. Also ich habe hier eine mit ZIP, noch eine mit ZIP und eine mit Image. Das heißt, die kann ich jetzt einfach hier rüberziehen in die Kommandozeile und kann jetzt eben den Befehl mit Eingabe ausführen. Und dann sieht man auch, jetzt wird hier was getan und sagt schon, okay, ist fertig. So, dann gehen wir in die nächste Sache. Now reboot into recovery to verify the installation. Das Schöne ist, wir müssen jetzt nicht mehr das Handy neu starten, sondern wir können jetzt wieder hier an der Seite einfach, ich muss auch umschalten, zeige es nochmal, an der Seite jetzt mit den Tasten für die Lautstärke eben hier oben durch das Menü gehen. Man sieht, es ändert sich hier oben. Show Barcode ist jetzt mit gelb geworden. Und da habe ich eben auch eins, das heißt Recovery Mode. Sagen wir mal, ob das man das als Kamera auch richtig sieht. Hier oben steht dann Recovery Mode da. Genau, jetzt sieht man es gut. Und mit der An-Aus-Taste bekomme ich es eben hin, dass das Gerät, dass ich den Befehl bestätige. Und jetzt sehe ich, jetzt startet es. System eben in einem Wiederherstellungsmodus. So, dann haben wir hier alle Punkte durchgeführt. Jetzt gehen wir in den Block Pre-Install Instructions. Da heißt es einfach, man soll jetzt dieses Copy Partitions ausführen und der Befehl damit dafür ist ADB Sideload. Den nehme ich jetzt auch mal kurz. Und die Datei hatten wir ja vorhin schon runtergeladen. Also wichtig ist hier mal, wenn ihr den Befehl kopiert, dass da auch ein Leerzeichen zwischendrin ist. Und da brauchen wir jetzt dieses Copy Partitions. So, jetzt habe ich wieder mal vergessen umzuschalten. Mache ich ganz schnell. Also hier sieht man, ich habe jetzt den Befehl ADB Sideload und dann einfach die Datei Copy Partitions wieder rübergezogen. Und jetzt schalte ich wieder um aufs Handy, dass man das einfach sieht, was da passiert. Also ich muss vorher noch hier wieder mit den seitlichen Navigationstasten klicken, Apply Update und klicke hier wieder mit der An-Aus-Taste bestätigen, dann nochmal Apply vom ADB und jetzt kann ich eben das Kommando auf dem PC starten, drücke ich einfach Enter und dann sieht man, dass das System startet. Jetzt fragt es mich nochmal, möchtest du hier das wirklich tun? Dann klicke ich auf Yes, dann nochmal OK und dann sieht man, dass das System jetzt einfach durchläuft und gewisse Dinge tut. Es dauert so 30 Sekunden, vermute ich mal. Und wir können ja in der Zwischenzeit schon mal gucken, wie es weitergeht. Hier steht dann einfach Now Reboot to Recovery by tapping Advanced und Reboot to Recovery. Da schalte ich wieder mal um. Und sobald das eben durchgelaufen ist, jetzt mit OK, gehe ich mit den Navigationstasten nach oben, bis ich eben hier auf dem Pfeil bin, klicke auf der rechten Seite mit der An-Aus-Taste auf OK, sehe jetzt, dass ich sagen kann, hier wieder Menü, Advanced und Reboot to Recovery. So, damit haben wir den Schritt auch schon ausgeführt. Handy startet jetzt neu und jetzt müssen wir eigentlich nur noch einen Schritt tun, nämlich dass wir tatsächlich das Lineage OS installieren. Da sollte ich dann eben einmal den Factory Reset durchführen und dann eben das Paket installieren. Das machen wir jetzt gerade wieder. Ich schalte um. Da sagen wir jetzt, sieht man den dritten Menüpunkt, Factory Reset. Klicke ich hier auf OK. Nochmal Format Data, okay. Und jetzt werden eben alle Daten gelöscht. Dann klicke ich auf Zurück, auf Apply Update, Apply vom ADB.
Klicke OK. So, jetzt ist das Gerät bereit, die Daten zu empfangen. Und jetzt kann ich eben auf meinen Rechner wieder gehen und sehe hier, ich soll ADB Sideload mit dem Dateinamen machen. Das heißt, ich kopiere mir mal das ADB Sideload, das Kommando, und brauche jetzt eben die Datei. Also die erste Datei haben wir schon verwendet bei dem Image. Zweite Datei haben wir auch schon verwendet. Jetzt muss es eben diese dritte Datei sein, die mit 1,2 GB auch ziemlich groß ist. Das heißt, die ziehen wir jetzt auch hier wieder hinein. Und ich gehe jetzt in dem Fall wieder aufs Handy, dass man einfach auch sieht, was passiert. Und klicke Enter oder drücke Enter. Und jetzt sehen wir, dass das System eben rüber kopiert wird. Kann jetzt einfach mal auch zeigen, was auf der Kommandozeile passiert. Das heißt, hier sehen wir, dass das System jetzt übertragen wird. Auf dem Handy läuft es im Empfangsmodus. Und jetzt sind wir eben bei 12%, 14%. Und es kann sein, dass es jetzt bei 47% einfach stehen bleibt und dann noch ein bisschen dauert. Ich würde jetzt in dem Fall das Video auch nicht abkürzen, sondern würde es einfach mal so laufen lassen, wie das eben dann im echten Modus auch funktioniert, dass ihr da einfach ein besseres Gefühl dabei habt, wie muss das denn aussehen auf eurem Rechner. Gehe jetzt einfach mal langsam rüber auf das Handy. Genau, sieht man jetzt, also auf die Kommandozeile ist jetzt im Kleinen, ist bei 47% stehen geblieben. Hier hat es jetzt dafür angefangen und sagt, das macht Schritt 1. Wechsel gerade nochmal kurz rüber. Also hier sieht man, steht bei 47% und passiert einfach nichts mehr. Ist ganz normal und heißt nichts Schlimmes. Und hier sagt er jetzt, er macht eben Schritt 1 von 2 gerade fertig. Und irgendwann ist dann auch Schritt 2 von 2 fertig und dann ist das Gerät auch schon bereit. Da warten wir jetzt einfach mal. Also je schneller das Handy natürlich ist und je größer der Prozessor und der Speicher, desto schneller geht das. Das OnePlus Nord ist aber eigentlich ganz gut ausgestattet und dauert so in der Regel eine Minute bis eineinhalb. Wer nicht warten will, kann einfach vorspulen. So, und jetzt sehen wir hier ist auch Schritt 2 von 2 eben erledigt. Und jetzt dauert es noch kurz, bis dann das Menü wieder erscheint. Hier haben wir es. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir einfach wieder nach oben. Jetzt sieht man, es ist wieder dieser Pfeil hier ausgewählt. Das heißt, wir gehen zurück. Wir können jetzt das Stromkabel abziehen oder das Kabel. Und sagen jetzt einfach mit OK, Reboot System Now. Und jetzt werdet ihr sehen, jetzt startet eben schon euer Lineage OS. Und ihr könnt dann ganz normal mit den nächsten Videos weitermachen, wo ich ja erkläre, wie ihr dann den F-Droid Store installiert und den Aurora Store. Man merkt auch jetzt hier schon, das Handy bootet jetzt. Und es geht eben relativ schnell im Vergleich zu dem Android. Genau, hier seid ihr jetzt dabei und könnt mit der Installation starten. Ich wünsche euch viel Spaß.